Das sind die 6 schönsten Wanderungen in El Chalten in Argentinien. Planst du eine Reise nach Patagonien, dann steht El Chalten, Argentiniens Wanderhauptstadt, mit ziemlicher Sicherheit auf deiner Reiseroute. El Chalten hat zwar nur 2000 Einwohner, lockt aber aufgrund seiner Sehenswürdigkeiten fast alle Patagonienreisenden an. Das kleine Örtchen liegt am nördlichen Rande des Los Glaciares Nationalparks in der Nähe der Grenze zu Chile. Wer die Natur liebt und gerne wandert, ist hier genau richtig. Platz 6, Canyon Rio Vueltas. Bei dieser kleinen, eher unbekannten Tour erklimmt man den Hügel hinter El Chalten. Von dort hat man bei gutem Wetter einen tollen Blick über das Dorf und die dahinterliegende Bergwelt. Die Wanderung ist super easy, dauert nur 2 Stunden. Platz 5, Los Condores Las Águilas. Bei dieser Runde handelt es sich eigentlich um 2 Wanderwege, die sich aber wunderbar kombinieren lassen. Man startet am Nationalparkzentrum und erreicht zuerst den Los Condores Aussichtspunkt. Nur ein kurzes Stück weiter bietet der Las Águilas Viewpoint einen schönen Blick ins Tal und auf den Lago Viedma. Auch diese Wanderung ist ziemlich einfach und sollte ungefähr 3 Stunden dauern. Platz 4, Churillo del Salto. Wenn ein Spot in El Chalten völlig überlaufen ist, dann sicher der Churillo del Salto. Der Wasserfall kann nämlich auch mit dem Auto erreicht werden. Wer gerne läuft, findet einen entspannten Wanderweg am Ortsrand. Der Wasserfall ist trotz Menschenmassen sehr schön. Für den Hin- und Rückweg sollte man 2 Stunden einplanen. Platz 3, Glaciar Huemul. Am Ende dieser Wanderung erwartet euch der Huemul-Gletscher vor einem, wie immer in Patagonien, türkisblauen Bergsee und schöne Blicke ins Tal. Für diese Wanderung bucht man einen Transfer zum Lago del Desierto. Dort hat man dann genug Zeit, die Wanderung zum Gletscher zu machen und den See zu besuchen. Die Tour ist auf Privatgrund, am Eingang ist daher eine kleine Gebühr zu bezahlen. Diese Runde hat etwas mehr Steigung, ist aber auch in 2 Stunden zu schaffen. Platz 2, Cerro Torre. Wer von einer Patagonienreise träumt, kennt auch Cerro Torre. Er ist einer der bekanntesten Berge Südamerikas und gut 3000 Meter hoch. Der Wanderweg führt durch ein wunderschönes Tal, welches allerdings auch geflutet werden kann. Normalerweise erreicht man aber ohne Probleme nach ca. 4 Stunden den Gletschersee und den Cerro Torre. Der Ausblick auf den imposanten Granitberg und der wie immer wunderschöne Bergsee sind die lange Wanderung definitiv wert. Die Tour ist zwar 20 Kilometer lang, aber nicht besonders anstrengend. Platz 1, Fitzroy und die Laguna de los Tres. Der Grund, warum alle nach El Chalten wollen. Fitzroy ist ohne Frage der bekannteste Berg in der Gegend, woran die Outdoor-Marke Patagonia nicht ganz unschuldig ist. Fitzroy ist gut 3400 Meter hoch und liegt an der Laguna de los Tres. Leider liegen die beeindruckenden Zinnen oft im Nebel, sucht euch also wenn möglich den schönsten Tag aus, um diese Tour zu machen. Die ersten 9 Kilometer gehen noch recht problemlos, dann kommt der finale Anstieg, der es in sich hat. Scheiße. Das ist es jetzt. Oben angekommen entschädigt aber die Aussicht für alle Strapazen. Die Wanderung dauert ca. 9 Stunden, geht also besser zeitig los. Wer mag, kann auf dem Rückweg eine kleine Detour machen zur Laguna Capri. Hier hat man nochmal schöne Blicke auf den Berg. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und wenn ihr noch mehr Reisecontent sehen wollt, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren.